you know, George had other ideas. Let's give Anakin Skywalker a Padawan. And I was like, Anakin doesn't have Padawan. And he just looked at me and said, Anakin has a Padawan. Wenn der Chef mal auf den Tisch klopft und sagt, doch, das ist jetzt so, wir machen das jetzt so, was sich als echt gute Idee herausstellt. Und B. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, mir nämlich schon. Ein paar Tage sind es noch bis zur Ahsoka Tano-Serie und ich freue mich unglaublich darauf. Und Star Wars und Lucasfilm haben jetzt etwas getan, was bisher zu keiner anderen Serie kam. Ein über 7 Minuten langes Feature wurde veröffentlicht auf dem Star Wars YouTube-Kanal, welches wir uns heute gemeinsam einmal anschauen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auf Reddit ganz kurz schon drin gelesen, dass da sehr, sehr viel Behind-the-Scenes-Wissen und vielleicht auch kleine Anspielungen auf die Serie vorkommen werden. Wir werden mittendrin ein paar Stops machen, denn ich glaube, dass mit dem Hintergrundwissen, was ich so über das gesamte letzte Jahr sammeln konnte, vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinformationen bieten kann. Und vielleicht ist es einfach super, super interessant, wenn ihr meine Gedanken dazu wissen möchtet. Wir gehen mal rein. Always two there are. No more, no less. Das ist ein sehr epischer Anfang. A master and an apprentice. Ich glaube, sowas hatten wir schon einmal. Master and Apprentice hieß dieses kleine Zwischenspiel, was wir da hatten. Sehr interessant. Star Wars always has these great master-apprentice relationships. Remember, a Jedi can feel the force flowing through him. You see that handing down of mastery, the teaching, the developing, the growing. Do or do not. There is no try. There is no try. Ich finde übrigens, dass Rosario Dawson für mich ganz persönlich eine fantastische Ahsoka ist. Nicht nur, weil ihre hohen Wangenknochen und ihr ganzes Aussehen irgendwie zu einer älteren Ahsoka passt, sondern dass ich bei allen Behind-the-Scenes-Sachen bei ihr wirklich das Gefühl habe, man merkt manchmal dann doch den Unterschied zu anderen Schauspielern, dass sie in dieser Rolle aufgeht und sie sehr dankbar dafür ist, die Chance zu bekommen. Und das finde ich sehr angenehm. It's very much the idea of apprenticeship. The need for those two groups to come together in order to pass down the knowledge and to help save the world, in the case of Star Wars. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil, Darth. Those life lessons are what make these characters some of the most iconic characters worldwide. Mit solchen ikonischen Szenen aus der Originaltrilogie, ne? The war is just beginning, and I will not be the last Jedi. All of that wisdom gets passed down, you know, over those generations. We have Qui-Gon Jinn, who's the master of Obi-Wan, who's the master of Anakin Skywalker. And by being trained by Anakin, Ahsoka was part of that legacy as well. Sie wird mit Anakin dann nochmal bewusst in Verbindung gebracht, als in der Skywalker-Saga. Special look at Ahsoka. Na, dann lass uns mal reinschauen. Herkunft. Werden wir wahrscheinlich über Filoni und Co. reden. Ahsoka is a character that Dave Filoni created and worked with George Lucas on in the Clone Wars. Originally, we didn't really know, you know, exactly what the Clone Wars was going to be, and we made up our own little band of characters. Okay, sie wussten nicht, was diese Serie sein wird, aber sie fangen einfach mal dran zu arbeiten. Characters. There was a character that was a Jedi and there was a Padawan. Plo Koon oder Ahsoka? Okay, heißt das, ursprünglich war Plo Koon als Meister von Ahsoka gedacht und nicht nur als der Jedi, der sie fand? On adventures, but you know, George had other ideas. Ein deutlich kleinerer Rahmen. And this character, and he points to the Padawan we had and he says, let's give Anakin Skywalker a Padawan. And I was like, Anakin doesn't have Padawan. And he just looked at me and said, Anakin has a Padawan. And that was basically it. That's how Ahsoka came about. Das, jetzt müssen wir ganz kurz mal drüber quatschen. A, wenn der Chef mal auf den Tisch klopft und sagt, doch, das ist jetzt so, wir machen das jetzt so, was sich als echt gute Idee herausstellt. Und B, ich dachte immer, und ihr könnt gerne sagen, ob ihr das wusstet, dass es so rum war, ich dachte immer, Dave Filoni ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, zu sagen, wir machen aus Anakin einen Meister und Rank of Master, ne, einen Meister, der einen Padawan hat und lässt
ihn Ahsoka ausbilden. Und George Lucas hat nur gesagt, ist okay, machen wir so. Aber dass George Lucas initial die Idee hatte, obwohl er wusste, dass es eigentlich nicht zu seinen Prequels erstmal passt, nee, wir geben Anakin jetzt einen Padawan, Ahsoka ist Anakins Padawan, das wusste ich nicht. Das ist höchst interessant. We cast Ashley Eckstein to be the voice of the character. And she's fantastic in the Clone Wars and Rebels. Ahsoka is one of the most well-developed characters in Star Wars, period. She's the apprentice of Anakin Skywalker. She's the only one that he is trained to be a Jedi. This young teenage girl who was trained to be a keeper of the peace had to become a warrior, worthy of standing next to the greatest Jedi of all time. Man muss auch immer bedenken, dass wir jetzt davon ausgehen, dass Ahsoka meistens in der Reihe, in der sie quasi vorne gekämpft hat, wahrscheinlich die Schwächste der Jedi war. Aber sie war halt zwischen Leuten, die ganz, 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 ganz vorne von Tausenden von Jedi standen. Ein Anakin Skywalker mit dem Machtpotenzial größer als alles, was gefühlt vorher war. Einem Obi-Wan Kenobi, der diesem Anakin als Meister diente und ihn sogar in Episode 3 sogar noch schlagen konnte. Und dann eine Ahsoka Tano. Klar, also das ist halt weit über einem normalen Machtpotenzial oder einem Kampfpotenzial hinaus. Sie ist im Krieg aufgewachsen. Das ist heftig. Vergessen, glaube ich, irgendwie viele von. Dave Filonis Reise. Ahsoka's story and her growth has mirrored my own. As you see my style of storytelling mature, the story's got more complex. It had grown to the point where I wanted to take what I was doing in animation and really see if I could get it to this type of storytelling that I'd grown up with in Star Wars. Das merkt man ihm aber auch an. Mandalorian Season 1 was a perfect place for me to experiment with my own creativity and style, but have a great backstop and support from collaborating with all these other extraordinary people. You must reunite it with its own kind. This is the way. So when this season two way. Came around, I was like, for my episode, I was like, well, I'm gonna do Ahsoka. I'm like, I just need to try this. Let's do it. Ahsoka Tano, Bo-Katan sent me. I hope it's about him. For a character that has such depth and complexity, to bring that character to live action made a tremendous amount of sense. Tell me what I want to know. Where is your master? George visited the set when we were filming the lightsaber fight in the Japanese Garden, season two. That's a cool and I think it was really encouraging of Dave stepping up to this role. And so George would turn to Kathy and myself and be proud of Dave. He was Dave's teacher and Dave was his apprentice. Schöne Worte nochmal, dass das auch so ein Padawan-Meister-Vergleich hier nochmal war zwischen George Lucas und Dave Filoni. Ich finde, es ist sehr, sehr interessant. Also es gibt ja einige Leute, die Dave Filoni trotzdem kritisieren, dass es viel Fanservice ist und dass sein Storytelling nicht gut ist. Und das sind tatsächlich ganz, ganz viele Sachen, die man bei George Lucas damals kritisiert hat. Es ist ein plumpes Storytelling und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Leute wissen, was Star Wars im Herzen ist. Auf jeden Fall für mich persönlich. Das mag jeder von euch da draußen anders sehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und auch wenn die Ahsoka-Einbindung in The Mandalorian Season 2 nicht perfekt war, der Kampf gegen den Magistrat oder gegen die Magistratin hatte Fehler, war das etwas, was ich so bewusst wahrgenommen hatte wie, yo, da hatten die Leute Lust und Zeit, sich Gedanken darum zu machen, wie sie Ahsoka das erste Mal einbinden. Mit Rosario Dawson, mit Dave Filoni, der diese Folge ja angeführt hatte. Und das war... Das war gut. Becoming Ahsoka. There are moments when I just stare at her and I'm just like, wow, she just looks like this thing I've drawn, you know, but Rosario's done all the research. Like she knows the character, but now she has to become it in a way that's never happened before. Yeah, it actually, the thing that feels most awkward right now is talking with you, you know, the posing and you know, sort of the stances we were doing, that's not unusual, but speaking as Rosario while in Ahsoka is a little startling. I really love the transformation and really deep diving into who she is. Rosario Dawson is just such an incredibly powerful actress, and she loves this character. I think everything about who Ahsoka is has just brought to life in a way that almost nobody else could. She not only gets a character, but she gets like the Star Wars of it all, which is an important ingredient. You have to be in it.
this is a hard thing. You're gonna have to be painted orange every day. You're gonna have to put a prosthetic on your head every day. You're gonna be training like a Jedi to learn how to lightsaber fight almost every day. Ich möchte die Leute, die vielleicht jetzt sich noch nie in eine größere Verkleidung geschmissen haben, einmal aufmerksam darauf machen. Ich bin, was Cosplay angeht, ja eher derjenige, der sich irgendwelche Verkleidungsteile hier gekauft hat und mir gedacht habe, okay, mach mir bei May the 4th ein Cosplay-Event, gehe ich zur Star Wars Celebration in sehr, sehr günstigen, einfachen Cosplays ohne Schminken oder sowas, sondern einfach nur Klamotten drüber oder so. Und ich habe mir trotzdem jeden Morgen gedacht, als wir das getan haben oder während dieses Cosplay-Events, wo ich diese Duros-Maske aufhabe, warum zur Hölle tust du dir das an? Du schwitzt übelst, es ist übelst unangenehm, nur damit du so cool aussiehst. Und das zu machen, Tag für Tag, dann noch Action, den ganzen Arbeitstag und das Daily, mehrere Wochen hintereinander. Holy shit, habe ich einen Respekt vor Cosplayern und Co. Wirklich. I'm playing someone who is an absolute expert. And so I really wanted to be able to physicalize that as much as possible. Leute, warte. Er wird von einem Mann, also der Inquisitor wird von einem Mann gespielt. Das heißt jetzt erstmal nichts, weil es ein Stunt-Double hundertprozentig ist. Sie würden uns die wahre Identität des Inquisitors niemals zeigen, wenn sie wichtig wäre. Aber ich möchte es nur anmerken. Wir können vermuten. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Und man merkt, die Schwerter sind super kurz, damit man halt besser damit umgehen kann während der Kampfszenen. Und die werden halt digital dann verlängert. Is that as much as possible? Yeah, Jedi's primary weapon is a lightsaber. There need to be a lot of lightsaber fights. And they have to be good, because our fans know the difference. When I started getting my stances and some of the postures and, you know, started really getting my left hand up to par with my right, that I started to really feel like I was sinking into who Ahsoka was, because her physicality is such a huge part of who she is. No matter how tired I was like, sign me up for some more, sign me up for some more. Gute Frau. When you step into Star Wars and work with George, you are part of a legacy. You're part of a history, and we had to uphold that history and yet do this completely new and different thing. Ahsoka is another story where you can step in at any point and not feel that you necessarily have to have seen everything. Kathleen Kennedy, ich halte ja im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht so ein bisschen manchmal den Rücken frei. Aber ich möchte ja einschreiten und sagen, wenn sie sagt, dass man das Gefühl hat, dass man bei Ahsoka irgendwo einsteigen kann und nicht das Gefühl hat, dass man unbedingt alles gesehen haben muss, tut es trotzdem Clone Wars, Rebels, Mandalorian, diese Serie. Und meinetwegen alles, was dazwischen ist an Büchern und Co., wo sie auftritt. Do it, es lohnt sich, es ist ein Part eines wichtigen großen Ganzen. From the beginning of this series, Ahsoka is out there on the fringe of the galaxy. When she hears whispers of this warlord's return, Ron, she decides to enlist her friends' help. This is about preventing another war. You know who could help? Sabine Wren. I'm not sure she'll want to help. I'm telling the story about this mentor-student relationship that passes from Anakin to Ahsoka. Sie sagt bewusst nicht Meister Padawan, sondern Mentor-Student Relationship. Okay, das ist keine Confirmation, dass sie machtsensitiv ist. Just saying. Sabine. There is nothing easy about being a Jedi. It's quite extraordinary to bring this to life. When the stakes are this high, we have to do what's right. Okay. Es ist eine wahnsinnig, glaube ich, mit die emotionalste Serie, die mit rauskommt mit der Kenobi-Serie. Die Kenobi-Serie war für mich enttäuschend. Wir hatten coole Momente und Co. dabei. Trailer hier und das, was insbesondere vorab vor der Ahsoka-Serie gemacht wird, ist für mich deutlich vielversprechender als die Kenobi-Serie. Da hatte ich immer so das Gefühl, kommt da so richtig das Feeling auf, was man sich erhofft hat? Hierbei ist es so und umso mehr ich sehe, umso größer ist ja eigentlich das Risiko, dass einem irgendwas auffällt, was einen stört. Und das ist bei mir kaum zählbar. Ich bin, glaube ich, ein bisschen überhyped. Ich glaube, meine Erwartungen, die können eigentlich nicht erfüllt werden. Aber wenn sie nur ansatzweise daran kommen, bin ich ein sehr, sehr, sehr glücklicher Ben und wahrscheinlich auch Star Wars YouTuber, weil die Serie durch die Decke gehen könnte. Aber das sage ich ja schon seit einem Jahr.
Ich hoffe, eure Meinung ist wenigstens so ansatzweise in die Richtung. Ihr freut euch sehr auf die Serie und wenn nicht, ihr könnt ja nur positiv überrascht werden dann. Und wenn ihr übrigens auch andere Filme und Serien möchtet, ich habe so einen kleinen Serien- und Filmkanal, der jetzt in letzter Woche wieder einige Videos bekommen hat. Guckt da einfach mal vorbei, ist jetzt wieder etwas aktiver. Zwar nicht über die Gamescom und die IFA und den Lego Star Wars Day, weil ich da vor Ort bin, aber dazu dann nochmal in ein, zwei Tagen ein neues Video. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein und freuen wir uns auf die Ahsoka Tano-Serie. Euer Buddy.